Schlucken, um zu schlafen. Die über 100-jährige Geschichte der Schlaftabletten ist eine Geschichte der Verharmlosung und des Missbrauchs. Denn die scheinbar gut verträglichen Glückspillen haben eine unangenehme Nebenwirkung. Sie machen süchtig. In Deutschland sollen über 1 Million Menschen abhängig von Schlaf- und Beruhigungsmitteln sein. Die Franzosen schlucken gar dreimal so viele Pillen. Man geht von über 3 Millionen Tablettensüchtigen aus. Eine legale Droge, weit verbreitet und unterschätzt. Be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Die Psychiatrie im Landeskrankenhaus Lüneburg. Hier wurde Hans S. wegen Schlafmittelsucht zum Entzug eingeliefert. 18 Jahre blieb die Sucht unbemerkt, bis seine Frau starb und die ganze Fassade einstürzte. Sie wirkten eben nicht mehr nach 18 Jahren, die Tabletten. Und ich steigerte die Dosis, konnte aber trotzdem nicht mehr schlafen. Und dann begann das Chaos. Mein Leben brach zusammen. Es endete ja letztendlich mit dem Verlust des Arbeitsplatzes, mit der Wegnahme meiner Kinder durch das Jugendamt, mit dem Verlust des Führerscheines, mit der Bestellung eines rechtlichen Betreuers und dann eben auch die Einweisung per Gerichtsbeschluss ins Landeskrankenhaus. Das ist das Allerschlimmste, wenn man dann in einer geschlossenen Abteilung landet. Der Patient war damals in einem desolaten Zustand, körperlich, psychisch, sehr depressiv, affektiv, auch ganz nivelliert, flach, verbohrt, zu betoniert kam er uns damals vor. Und seine soziale Situation völlig desolat, das ganze Leben lag in Trümmern. Hans S. will anonym bleiben, weil er als Geschäftsmann befürchtet, dass seine Kunden das Vertrauen in ihn verlieren könnten, wenn seine Suchtkarriere bekannt wird. Die Schlaftabletten waren ursprünglich eine Empfehlung seines Hausarztes. Ich bin zu meinem Hausarzt gegangen. Ich sehe ihn noch, wie er da sitzt. Toll, die sind toll, wunderbar. Die nimmst du. Und dabei blieb es eben 18 Jahre. Ich habe ihn, wenn es hochkommt, einmal im Jahr gesehen. Die Rezepte bekam ich aufgrund telefonischer Anforderung. Ich bin ja nie ins Wartezimmer gegangen oder in sein Sprechzimmer. Später habe ich Faxformulare entwickelt, also richtige Bestellformulare. Die konnte ich vordatieren, weil ich genau wusste, wie viele Schlaftabletten ich brauche. Ich hatte ein Faxgerät zu Hause oder habe vom Arbeitsplatz aus eben quasi die Tabletten bestellt. Zwischendurch nie probiert, mal abzusetzen? Doch, ich habe es so 2, 3, 4 Mal versucht. Am Wochenende und es ging eben nicht mehr. Daraus wurden Horrornächte. Ich habe mir dann freiverkäufliche Medikamente besorgt, um überhaupt was zu haben. Aber die kann man eben mit Rohypnol-Tabletten nicht vergleichen. Das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das ist null, die Wirkung ist null. Rohypnol ist ein starkes Schlafmittel, zur kurzzeitigen Behandlung in Krisensituationen durchaus geeignet. Aber schon nach kurzer Zeit gewöhnt sich der Körper an das Medikament. Schlafen ohne Pille wird unmöglich. Und jeder Versuch, sich selbst von den Pillen zu entwöhnen, ist zum Scheitern verurteilt. Die Suchtentwicklung, das sagt ja nicht nur der Beipackzettel, die tritt nach 3, 4 Wochen ein. Also ich hab das selbst gespürt und auch gewusst. Ich bin von diesen Tabletten abhängig und ich habe mir den Tag hier auch ausgemalt, an dem ich diesen Arzt nicht mehr haben würde. Er wurde alt und älter. Irgendwann muss er ja mal aufhören und wie soll es dann weitergehen? Ich habe den Arzt beobachtet, habe in der Nähe der Arztpraxis meine sonstigen Besorgungen gemacht. Nur um immer in der Nähe des Arztes zu sein. Um zu sehen, gibt es ihn noch. Deswegen habe ich auch, ich sag mal, einmal im Jahr, auch ohne dass er es wollte, das Sprechzimmer betreten, um einfach mal zu sehen, wie geht's dem eigentlich? Wie lange kann ich auf diesen Arzt noch bauen? Denn ich brauchte auch irgendjemanden, der mir zumindest auch ja, in dieser Menge
die die Tabletten verschreibt. Nicht irgendwie. Ich brauchte 20 Rohypnol-Tabletten pro Woche. Ich hatte ja nur eine Reserve, die ich mir so im Laufe der Zeit zugelegt hatte, für maximal 6 Wochen. Und ich habe auch immer gewusst, wo in der Apotheke die Tabletten liegen. Also ich habe mir den Tag ausmalen können, die Situation, wenn ich mal kein Rezept mehr habe und ich muss die Apotheke aufbrechen. Ich wollte nie suchen. Gut, man sucht jeden Arzt, jedes Arztschild, das man an der Straße sieht, ist ein Gang in die Praxis wert. Ne? Hauptsache Tablette. Wenn das Wunschmedikament nicht mehr erreichbar ist, mittlerweile war ich in der Kleinstadt, in der ich lebte, auch bekannt. Es gab Rundschreiben von Arzt zu Arzt. Man warnte vor diesen süchtigen Menschen. Und ich, es ist, also insofern, wenn irgendwas rund und weiß und wie eine Tablette aussah, da habe ich es geschluckt. Ganz gleich, was es war. Mein Hausarzt, aus welchen Gründen auch immer, verschrieb mir diese Tabletten nicht mehr. Er ließ mich hängen. Ich denke, weil er auch gar keine Ahnung hatte. Man darf eben Rohypnol-Tabletten nicht schlagartig absetzen. Das Leben wurde bedrohlich für mich und so ist ja auch nur dieser enorme Absturz zu erklären. Ich hab Angst gehabt. Rohypnol verhindert Ängste. Jetzt hatte ich die Ängste in tausendfacher Stärke. Einen sonnigen Tag mit warmem Wetter empfand ich als stürmisch. Wo ich hinguckte, war Staub, überall sah ich Gefahren. Irgendwann wurde ich auch fixiert. Das war bei der Einlieferung zum dritten Mal hier im Landeskrankenhaus. Und ich hatte einfach Durst. Ich habe immer wieder gerufen. Und anstatt mir was zu trinken zu geben, hat man mich in den Waschraum gezogen. Und ich habe die ganze Nacht da wach gelegen. Ich habe zunächst versucht, die Ketten oder die Lederriemen irgendwann durchreißen zu können. Ich habe immer wieder gerufen, weil ich eben auch, ich hatte wirklich Durst. Und die Pfleger zeigten kein Erbarmen und das Ende vom Lied war, dass ich von einem Pfleger verprügelt wurde. Und er jagte mir irgendeine Spritze ins Bein und ich habe ihn dann gefragt, warum hast du mich geschlagen? Und er sagte, ich habe dich nicht geschlagen. Wiederholst du das, schiebe ich dich in den Keller. Da kannst du schreien, wie du willst, da hört dich nur keiner mehr. Vielleicht geht das nur so. Ich weiß nicht, ob man einen Menschen mit guten Worten und mit der Kraft der Worte aus einer schweren Sucht herauszieht. Nicht? Denn die Sucht ist stark. Als er sich von seiner Sucht befreit hatte, verklagte Hans S. seinen Hausarzt. Mit Erfolg. Das Schiedsgericht der Norddeutschen Ärztekammern urteilte, dass der Hausarzt ihn schwer fehlerhaft behandelt hat. Ich hörte dann, dass er eben plant, seinen Hausarzt zu verklagen, hat ihm da Mut gemacht. Ich fand das erst spannend und war dann eben wirklich auch begeistert, als zum ersten Mal festgestellt wurde, dass eben ein Hausarzt, der über so lange Zeit seinen Patienten in der Sucht hält, offensichtlich einen ärztlichen Kurzfehler begangen hat. Wenn der Arzt einfach behauptet hat, du hast es ja gewollt, du wolltest die Tabletten haben. Sicherlich wollte ich sie haben, aber er hat ja die Sucht maßgeblich mit herbeigeführt und er hätte ja auch andere Maßnahmen einleiten können und das war ja auch sein großer Fehler. Er hat ja nie davon gesprochen, dass es irgendwelche Therapiemöglichkeiten gibt. Ihm muss ja auch klar gewesen sein, da holt jemand 650 bis 700 Privatrezepte ab. Ist der tablettenabhängig oder macht das nur so? Ne? Das muss doch einem Mediziner auch auffallen. Ich wollte es einfach nur klären. Ich kann immer nur wieder betonen, mir ging es wirklich nicht nur um Geld. Klar, es war ja auch ein enormer Schaden entstanden, aber der war mit 75.000 Euro ohnehin nicht zu regulieren. Der Schaden war erheblich höher. Ein wegweisender Fall. Erstmals wurde in Deutschland ein Arzt zu Schadensersatz verurteilt, weil er seinen Patienten in die Tablettensucht getrieben hat. Diese Produkte sind wie Valium oder Rohypnol vielfach mit leichter Hand verordnet worden, sehr vorschnell, sehr rasch, über lange Zeit, ohne dass man sich über das Abhängigkeitsproblem genau informiert hätte. Man hätte es auch gar nicht können, weil die Herstellerfirma zu dieser Zeit, und hier war die Firma Hoffmann La Roche führend, auch das Abhängigkeitspotenzial solcher Arzneimittel im Grunde genommen verborgen hat. Es war nicht mitgegeben als Information bei den Arzneimitteln. Sie wussten es seit 1961. Insofern hatte Roche eigentlich sehr früh Kenntnis davon, dass mit dieser Substanz ein Abhängigkeitspotenzial verbunden ist. In den USA ist die erste Information 1974 erschienen. Bei uns in der Roten Liste, das ist dieses Medikamentenbuch, was jedem Arzt zur Verfügung steht, erst 1984. Das heißt,
Über fast 25 Jahre lang hat Roche auf dieses Abhängigkeitsproblem nicht hingewiesen. Das wäre auch schlecht fürs Geschäft gewesen. Schließlich war der Schweizer Pharmakonzern Roche jahrzehntelang Weltmarktführer bei den Schlaf- und Beruhigungsmitteln. Die Pillensucht lässt sich leicht verbergen. Deshalb bleiben viele unerkannt bis an ihr Lebensende abhängig. Die Suchtprobleme von Alkohol sind allgemein bekannt. Doch die Pillen werden unterschätzt. Kaum einer weiß, dass in Deutschland über 1,5 Millionen Menschen von Medikamenten abhängig sind. Mindestens genauso viele wie von Alkohol. Während die Männer den Alkohol als Suchtmittel bevorzugen, greifen die Frauen lieber zur Tablette. Das fällt nicht so auf. Zerrieben zwischen Familie und Beruf, schlucken sie, um zu schweigen und immer weiter funktionieren zu können. Die Psychotherapeutin Waltraud Bielefeld kennt das aus eigener Erfahrung, denn sie war früher selbst lange tablettensüchtig. Ich war damals 17 Jahre alt, schwanger und kriegte Albträume. Hatte also große Lebensängste und bin zu meinem Hausarzt gegangen. Der hat also nicht gefragt, Mädchen, warum hast du Albträume, sondern hat mir Schlafmittel gegeben. Und ich habe dann 25 Jahre vor meinem zuständigen Neurologen, die sich natürlich wechselten, wechselten im Laufe der Jahre, immer wieder Valium bekommen, Lexatonil. Ich habe schon mal versucht, einen Tag eine weniger zu nehmen oder einfach mal einen Tag oder zwei auszulassen. Aber dann bekam ich solche Migräneanfälle, dass ich zu dem Arzt mal sagte, ich habe das Gefühl, wenn ich die Mittel nicht nehme, schreit mein Körper danach. Einmal konnte ich nicht schlafen, aber ich konnte auch nicht wach sein. Ich hielt ja alles nicht aus. Nicht? Ich hielt das ganze Leben nicht aus. Und ich meinte auch, schlafen zu müssen. Ich hatte drei Kinder zu erziehen. Ich war alleinerziehend. Ich musste funktionieren. Und habe wirklich geglaubt, ich kann nur funktionieren mit Hilfe dieser Tabletten. Was ja auch im täglichen Leben wirklich so war. Wenn ich also mal aus dem Haus ging und hatte meine Medikamente nicht mit, kam ich in Panik. Ja, überwiegend auch viel Schmerzmittel. Ja, weil diese Schlafmittel ja auch Kopfschmerzen verursachen. Also ich weiß heute, das war ein Kreislauf. Jedes Gespräch, was ich versuchte, mit dem Arzt zu führen, endete eigentlich in einem neuen Rezept, dann mit einem neuen Mittel. Dann müssen Sie das mal ausprobieren oder so. Aber es wurde mir immer mitgeteilt, dass ich dieses Medikament mein Leben lang brauche, dass ich nicht in der Lage sei, ohne Medikamente zu leben. What a drag it is getting old. Die Rolling Stones sangen schon 1966 über die Valium-Pillen. Mother's Little Helper, Mutters kleine Helfer, die sie braucht, um die Gefühle zu betäuben und den Stress im Hausfrauenalltag zu bewältigen. Eine chemische Glücksbrille für Tag und Nacht. Things are different today. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she buys a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these outside the door. She took no more. What a drag it is getting old. Men just aren't the same today. I hear every mother say they just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy. You can track. Das Schlaflabor der Uni Freiburg. Hier werden hartnäckige Schlafstörungen behandelt. Um zu klären, ob körperliche Ursachen schuld sind, misst man die Hirnströme der Patienten nachts im Schlaf. Rainer Darcy hat einen jahrzehntelangen Leidensweg hinter sich. Schlafmittel haben ihm nicht geholfen. Sie boten nur trügerische Linderung. Die Nächte sind ja, also, es ist ja Peinigung, wenn man nicht schläft. Also man hört jeden Glockenschlag und man wartet auf den nächsten und es wird immer, man fokussiert sich immer mehr auf die Kirche und wann schlägt es wieder.
Und man kommt in einen richtigen Krampf rein. Also man ist wirklich total verspannt. Und dann kommt man halt auf diese typischen Schlafmittel, Benzoderivate, also sei es Valium oder sei es irgendein Rohypnol oder etwas Ähnliches. Die Mittel kenne ich aus meiner Migränezeit schon recht gut. Und die nimmt man dann halt sozusagen als Notmedizin. Sie helfen, einen ruhig zu stellen. Wie gut man schläft, wüsste ich nicht. Also wenn es am nächsten Tag dann immer noch so eine gepeinigte Müdigkeit ist, dann hat man wohl nicht gut geschlafen. Und dann hat man sozusagen nur die Nacht bewältigt. Also insofern ist es sicherlich nicht das A und O zu einem gesunden Schlaf. Die Hirnströme des Patienten zeigen kein auffälliges Bild. Die Überwachung im Schlaflabor ergibt nichts Neues. Eine Krankheit kann also ausgeschlossen werden. Um in Zukunft ganz ohne Schlafmittel auszukommen, versucht er jetzt mit Hilfe einer Psychotherapie wieder zu einem normalen Schlafrhythmus zu finden. Man sagt immer, die Schlafmittel können zu der Krankheit werden, für die sie eigentlich die Therapie sein sollten. Das heißt, dass jemand Schlafmittel einnimmt, um die Schlafstörung in den Griff zu bekommen, und dass er dann von den Schlafmitteln nicht mehr wegkommt. Der Arzt weiß das oft nicht, der Patient weiß es nicht. Der Patient sagt, ich bin ja noch krank, muss die Medikamente weiternehmen. Und so sehen wir manchmal Patienten, die 10, 15, 20 Jahre Schlafmittel einnehmen und, das ist eben aber dann das Wichtige dabei, eben nicht besser schlafen als vorher, sondern eigentlich mit Schlafmitteln schlecht schlafen, aber es nicht mehr absetzen können, weil es dann noch viel schlechter wird. Und da wäre es eben wichtig, von Anfang an zu sagen, langsam absetzen, beziehungsweise damit rechnen, dass man ein paar Tage Schwierigkeiten hat. Der Hausarzt Hans-Joachim Schlüter sieht die klassischen Schlafmittel vom Typ Benzodiazepine kritischer als früher, will aber nicht ganz auf sie verzichten. Als ich gelernt habe, also ausgebildet wurde, da war die Benzodiazepin-Verschreibung für Schlafstörungen gang und gäbe. Das machte jeder. Damals wusste man wenig über Sucht und wenig über Benzodiazepine. Wir haben noch heute Altfälle von, eine 85-Jährige zum Beispiel nimmt jeden Abend ihre Benzodiazepin-Tablette seit 30 oder 40 Jahren und das in unveränderter Dosis. Ich kann nicht erkennen, warum ich ihr das wegnehmen sollte. Einen Kostengrund kann es nicht geben, weil die Präparate sind sehr preiswert. Eine Studie der Gmünder Ersatzkasse ergab, dass die Schlafmittel immer noch viel zu leichtfertig verschrieben werden, oftmals medizinisch kaum zu rechtfertigen. Und dass dafür nur einige wenige Ärzte verantwortlich sind. 50% der Mittel werden bereits von rund 10% der Ärzte verordnet. Das heißt, wir haben eine kleine Gruppe von Ärzten, die offensichtlich sehr viele dieser Mittel verordnet. Das mag dazu beitragen, dass es sich herumspricht, wer das ist unter den Ärzten. Das mag auch sein, dass dies Ärzte sind, die besonders viele ältere Menschen versorgen. Wir haben einen Arzt dabei gehabt, der sich so unmittelbar gar nicht erinnern konnte, wie viele Patientinnen und Patienten er mit solchen Arzneimitteln behandelt. Er kam auf etwa 10 bis 15. Wir mussten ihm sagen, es sind aber knapp an 200. Und da fiel ihm ein, ach ja, ich habe ja zwei Altenheime, die ich noch mit versorge. Das Marienhaus in Essen. Die Medikamente werden während der Mahlzeiten verteilt. Die Bewohner des Altenheims kennen zwar die Suchtgefahr der Schlaftabletten, aber sie denken oft auch, dass sie keine andere Wahl haben, wenn sie schlafen möchten. So auch die 83-jährige Irmgard Schwittei. Die halbe Schlaftablette hat mir immer genügt. Und das ist bis heute noch so. Und ohne schaffe ich es eigentlich auch nicht. Ich habe es versucht, aber es klappt nicht. Dann liege ich die ganze Nacht wach, bis es morgens 6, 7 Uhr. Und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Ja. Und einfach, ich bin bei der halben geblieben. Kürzlich entdeckte die AOK, dass 10 niedersächsische Altenheime ihre Todesfälle nicht mehr meldeten, aber weiterhin die Schlaf- und Beruhigungsmittel für diese Toten bezogen, um die Tabletten zu horten. Die haben Folgendes gemacht, dass sie die Medikamente, die noch über waren, haben sie ihren Nachtwachen gegeben, zusätzlich, um die Bewohner damit stillzustellen, die nachts ihnen Probleme bereiten. Weil in diesen Häusern gab es dann nur eine Nachtwache. Und dann haben sie gesagt, nehmt doch die zusätzlichen, die nirgendwo erfasst werden, und gebt den Leuten die, damit ihr dann eure Ruhe habt. Und dann könnt ihr auch alleine bei 120 Bewohnern auch gut klarkommen. Im Marienhaus gibt es für eine vergleichbare Zahl an Patienten 4 Nachtwachen, nicht eine. Denn hier werden die Dämmerpillen vorsichtig dosiert. Was andernorts der Standard ist, merkten die Altenpfleger im Marienhaus, als eine Frau aus einem anderen Altenheim zu ihnen kam, die dort offenbar regelrecht mit Schlaftabletten zugedröhnt worden war.
Die Angehörigen waren überrascht, wie viel Medikamente diese Mutter mittlerweile da in diesem Haus bekommen hatte. Und entsprechend war sie auch im Zustand, als sie zu uns kam. Ja, und vorher kannten wir sie aus der Kurzarztpflege aufenthalten bei uns im Haus. Ja, und da sah sie gut aus. Und als sie zu uns kam, war sie nicht mehr gut dabei. Ja, weil sie war vollkommen desorientiert und nicht mehr in der Lage, irgendwo dem täglichen Geschehen zu folgen. Und wir haben jetzt einer Mitarbeiterin den Auftrag gegeben, zusammen mit einem Neurologen zu gucken, was kann man absetzen von diesem Riesenpaket an Medikamenten und was muss sein. Und vielleicht kriegt sie darüber eine Chance auf ein würdevolles Leben. Leider kein Einzelfall. Denn der Kostendruck in der Altenpflege wird immer größer. Viele alte Menschen schleppen ihre Sucht schon lange mit sich herum, oft jahrzehntelang. Doch je länger, desto aufwendiger ist ein Entzug. Man hat so eine Faustregel. Man sagt, die Jahre, die man die Präparate genommen hat, dauert es auch in Monaten, von diesen Mitteln wegzukommen. Das heißt, nach 10 Jahren brauche ich 10 Monate, um von diesen Mitteln völlig weg zu sein, indem ich ständig die Dosierung, die Menge des Mittels leicht verändere, dass ich vorher eine Tablette genommen habe. Dann nehme ich nur noch, ich sage mal, 3/4 dieser Tablette über längere Zeit. Ich versuche, den Körper langsam zu entwöhnen von diesen Mitteln. Weil Entzug und Entwöhnung so langwierig sind, kommen nur wenige Schlafmittelsüchtige überhaupt in die Therapie. Bei Daun in der Eifel befindet sich eine der wenigen auf Medikamentensucht spezialisierten Kliniken, die Tommener Höhe. Das hat sicher den Grund, dass die Medikamentenabhängigkeit eine stille Sucht ist. Im Gegensatz zum Alkohol, wo man eine Fahne hat, ja, wo man sehr viel schneller auffällt, tragen Medikamente ja gerade oft dazu bei, dass Menschen in ihre soziale Situation noch bewältigen. Und es ist manchmal erstaunlich, dass manche Medikamentenabhängige jahrzehntelang ihre Medikamente einnehmen und damit funktionieren. Ja, also die fallen einfach viel später auf, sagt aber nichts über ihren Leidensdruck aus und über auch eine Behandlungsbedürftigkeit. Ist erstaunlich. Es gibt ja schätzungsweise 1,1 Millionen Benzodiazepinabhängige in Deutschland. Und wie wenige tatsächlich in stationäre Behandlung gehen, das ist dann schon erstaunlich. Jährlich werden über 160.000 Alkoholsüchtige behandelt, aber nur rund 2.000 Schlafmittelsüchtige. Das sind fast 100-mal weniger, obwohl die Zahl der Süchtigen in etwa genauso hoch ist. Sie kommen meist erst dann, wenn ein Zusammenbruch sie dazu zwingt. In der Klinik lernen die Patienten wieder mit ihren Ängsten zu leben. Die Schlafmittel hatten jedes Gefühl zugedeckt. Ja, das erinnert mich jetzt so an meine Zeit, wie ich vorher war. Dass ich also immer nachts für Nacht da gesessen habe, weil ich nicht schlafen konnte. Und ich habe mich dann eben halt mit Wein und Tabletten eben mal beruhigt. Ja, und den Zustand will ich eben halt nicht mehr. Und dann oben der Zustand, der soll so sein, dass ich mal wieder schlafen kann. In Ruhe schlafen kann, ohne dass das mich verfolgt. Das war einfach nur so ein Zudröhnen eigentlich mehr oder weniger immer. Dadurch, dass der Wein mich ja eigentlich immer mehr oder weniger wieder aufgepusht hat. Ne? Und so hat sich das natürlich bei mir extrem gesteigert auch. Ne? Vom Alkoholkonsum und vom Tablettenkonsum eben halt auch. Bis der ganze Zusammenbruch dann kam. Aikido-Übungen sind Teil der Entwöhnungstherapie, die in der Regel 4 Monate dauert, manchmal auch länger. Denn nach der Entgiftung müssen die Patienten noch lernen, sich selbst zu schützen und Konflikte auszuhalten, ohne gleich wieder zur Pille zu greifen. Ja. Es wird ja künstlich durch das Medikament eine Lebenssituation ertragbar gemacht. In den meisten Fällen ändert sich an der schwierigen Situation nichts. Also die Medikamente verhindern quasi, dass Frauen, die meinetwegen im Beruf überfordert sind, sich adäquat um eine Lösung bemühen, sondern sie nehmen Medikamente, um ihr Päckchen, ihr Schicksal zu tragen. Und das, denke ich, geht auf Dauer nicht gut. Ja. Es führt letztendlich dann zu einer Zunahme von depressiven Störungen. Es gibt scheinbar eine Lösung durch die Benzodiazepine, aber tatsächlich gute Lösungen, meinetwegen eine Psychotherapie, wird dadurch verhindert. Dieser Teufelskreis soll in der Klinik durchbrochen werden, betreut durch einen Psychologen. Eine Entwöhnung von den Schlaftabletten ist zu Hause allein kaum zu schaffen, denn die Entzugssymptome sind heftig. Angst, Panik, natürlich Schlafstörungen, Depressionen. Und ohne
therapeutische Unterstützung. Also wenn der Patient jetzt diesen Entzug oder die Entgiftung zu Hause machen würde, würde er spätestens bei diesen Symptomen das Medikament wieder nehmen. Und das erklärt, ja, warum so viele Patienten zwar sich erstmal vornehmen, nur ein paar Monate oder ein paar Wochen das Medikament zu nehmen, aber dann, wenn sie es absetzen wollen, genau diese Entzugssymptome zu Hause spüren und dann außer vor lauter Sorge dann tatsächlich verrückt zu werden oder dass es noch schlimmer wird, das Medikament einfach weiternehmen. Mal wieder Zimmerdurchgang angesagt. Mit zum Programm der Klinik gehören regelmäßige Zimmerkontrollen. Diese sind nötig, denn die Süchtigen verstecken immer wieder Tabletten, um sie heimlich zu nehmen. Und damit steigt die Gefahr eines Rückfalls. Werkzeug, also Gruppe I-Werkzeug, oder ist das aus dem Bestand? Das ist aus Ergotherapie. Ah ja, aus der Ergotherapie. Mhm. Die Patienten sind freiwillig hier. Die Kontrollen sind also kein Zwang, sondern eher eine Hilfe zum nüchternen Leben. Sie akzeptieren die Kontrollen, weil sie wissen, dass sie nicht alleine von der Sucht wegkommen. Ah, die habe ich doch irgendwann im Regal liegen sehen. Was sie denn die Psychiater klagen darüber, dass viele Ärzte draußen viel zu wenig wissen über die Suchtgefahren der Schlaf- und Beruhigungsmittel. Es ist schon eine Kunst, ohne Rezept aus einer Arztpraxis herauszukommen. Es ist leider so, aber ist vielleicht auch verständlich, sprechende Leistungen werden von der Krankenkasse sehr schlecht vergütet. Ja, und wenn die Ärzte sich eine halbe Stunde mit dem Patienten hinsetzen und versuchen, das Problem zu erörtern, kriegen sie das nicht bezahlt. Und von daher ist der Griff zum Rezeptblock sehr effizient. Und wenn der Hausarzt nicht verschreiben will, gibt es noch den Online-Doc. Im Internet kann man sich per Mausklick Glückspillen wie Valium ins Haus bestellen. Eigentlich ist das verboten, aber kaum zu kontrollieren. Die Internetapotheken befinden sich im Ausland. So umgehen sie die gesetzliche Rezeptpflicht. Das lassen sie sich aber auch teuer bezahlen. Um den Zoll zu umgehen, brachte ein Schweizer Händler diesen Brief selbst über die Grenze und warf ihn dann in einen deutschen Postkasten. Er enthält das Schlafmittel Melatonin, das in Deutschland nicht zugelassen ist. Don't worry. Be happy. Die Preise der Internetapotheken liegen allerdings um ein Vielfaches höher als auf dem Schwarzmarkt, wie hier am Bahnhof Zoo in Berlin. Hier hat sich Ute regelmäßig ihre Valiumpillen besorgt. Also ich war damals 17 und war längere Zeit in der Psychiatrie. Ich habe das einmal dort bekommen, aber das war einmalig. Und danach habe ich mich halt irgendwie an die Wirkung erinnert. Und hab dann beschlossen, dass ich das nehmen möchte. Valium. Ich hatte damals eine Leidensgefährtin oder so. Und dann sind wir zu zweit losgezogen in Berlin und haben das versucht, auf dem Schwarzmarkt zu bekommen. Wenn man so 50 Stück gekauft hat, dann, glaube ich, war pro Stück 50 Pfennig oder so. Das war so der Preis. Also ich habe ziemlich schnell angefangen zu steigern, so dass ich, glaube ich, in 3 Wochen oder so bei 30 Milligramm war pro Tag. Und das ging dann rasant bergauf. Also es wurden immer mehr, ziemlich schnell. Diese Angstzustände und was ich alles damals hatte und nicht schlafen können, das war halt von heute auf morgen dann weg. Und das war sehr angenehm. Hast du viele Schlafstörungen gehabt ohne das Medikament? Also ich habe damals... Oh, ich habe in der Zeit vielleicht, weiß ich, über Wochen hinweg so 4 Stunden pro Nacht nur geschlafen und war halt unheimlich aufgekratzt. Und das war halt angenehm, dann auf einmal normal schlafen zu können. Dann hat sich aber die Wirkung schon wieder umgekehrt. Also es war irgendwann, habe ich nicht mehr gepennt, sondern oder war halt ruhig und angenehm, sondern dann war ich aufgekratzt und habe wieder Nächte durchgemacht. Das scheint bei den Tabletten, also bei Valium und Rohypnol so zu sein. Das ist halt ab einer bestimmten, also wenn man genug nimmt, dass sich der Körper dran gewöhnt und irgendwann, dass die Wirkung dann umschlägt. Die Suchtgefahren haben das Geschäft mit der Beruhigungspille nie gestört. Valium gibt es inzwischen von mehreren Herstellern. Nur heißen die Pillen anders. Bei Ratiopharm zum Beispiel Diazepam. Valium war ihre Einstiegsdroge. Später nahm Ute auch Heroin. Schließlich wollte sie weg von den Drogen. Der Heroinentzug war schwer, aber noch weitaus schwieriger war der Entzug von den Valium-Tabletten. Der Entzug an sich, den finde ich heftiger als von Heroin oder so, weil
Also er dauert viel länger. Gerade wenn man eine hohe Dosis nimmt, dann muss man ja runterdosieren, weil das also Valium kann man halt nicht von heute auf morgen absetzen. Und so von Kopfschmerzen, Angstzustände und später dann Depressionen. Also nach dem zweiten Entzug hatte ich dann so, weiß ich nicht, 8 Wochen, so eine Depression, sowas hatte ich noch nie in meinem Leben. Also es war finster, es war echt finster. Und ich denke, das ist auch der Knackpunkt, also warum ich sage, ich finde ihn schwieriger als vom Heroin, weil er ist einfach viel länger und irgendwie heimtückischer. Schlafmittel schlimmer als Heroin? Das sieht die Pharmaindustrie anders. Ich würde die physische Abhängigkeit eher als geringwertig einstufen. Was bleibt, ist eine gewisse psychische Abhängigkeit. Da meint der Patient dann eben, er käme ohne Schlafmittel nicht mehr aus. Er braucht seine Pille abends zum Einschlafen. Dem ist aber nicht so. Ich denke aber, dass ein guter therapeutischer Ansatz von Arzt, von der Ärztin dazu dienlich ist, diese psychische Abhängigkeit durch Intervalltherapie oder durch eine Kurzzeittherapie oder durch eine niedrige Dosierung begegnen zu können. Ein kritischer Beobachter der Pharmakonzerne ist Professor Wolfram Keub. Sein Drogenfrühwarnsystem, an dem 2 Dutzend deutsche Kliniken mitarbeiten, fand heraus, dass auch die neueste Generation von Schlaftabletten keineswegs so harmlos ist, wie es die Werbung behauptet. Derzeitiger Marktführer Stilnox. Zwar ist sein Suchtpotenzial etwas geringer als bei den Benzodiazepinen, aber immer noch vorhanden. Es gibt keine ungefährlichen Schlaftabletten, sagt der Drogenexperte. Die häufigste Suchtpille ist seit 2 Jahrzehnten das Rohypnol. Rohypnol kann ich ohne weiteres nennen. Es ist tatsächlich das Mittel der Benzos, das als Hypnotikum in Frage kam und massiv missbraucht worden ist. Also als Schlafmittel durchaus tauglich. Aber es war in kleiner Dosis dem Heroin beigefügt, dessen Wirkung verstärkend. Und es haben die Drogenabhängigen mitbekommen, dass wenn man Stereodruck macht, das heißt in beide Venen gleichzeitig injiziert, Heroin und Rohypnol, dann gibt das einen sehr schönen Rausch, in Anführungsstrichen. Das kann aber auch letal sein, kann tödlich wirken. Rohypnol und andere Benzodiazepin-Tabletten, kurz Benzos genannt, sind bei den Junkies auch beliebt, weil sie leichter zu bekommen sind als die illegalen Drogen, berichtet Christian aus Leipzig, der bis vor kurzem selbst süchtig war. Dann irgendwann kommen zu den Drogen auch Schlafmitteln, weil einfach das Age irgendwann nicht mehr wirkt, sag ich mal, das Heroin. Manche wollen halt mal wieder richtig breit sein, sag ich mal, weil sie es halt auf normalem Weg mit Heroin nicht mehr werden. Die harmlosere Variante ist wohl die Nasale, das heißt, die wird zerkleinert und unter das Heroin gemischt und wird halt dann nasal eingezogen. Geschöpft, ja. Und dann gibt es halt noch das Intravenöse, wo halt wo die Hülle quasi entfernt wird, beziehungsweise abgenutzt wird und dann halt im Wasser aufgelöst wird, zusammen mit dem Heroin und dann halt als Cocktail quasi gespritzt wird. Was aber halt eine verheerende Wirkung hat, sag ich mal. Wie wirkt das zusammen, Schlafmittel und Heroin? Also man kommt gerade so noch dazu, die Nadel rauszuziehen, dann fällt man einfach um. Und aus ist erstmal. Ja. Und da ist halt auch die Gefahr der Überdosierung sehr hoch. Weil man dann halt, weil einfach die Benzos auch gesteigert werden müssen. Also das, am Anfang ist es halt eine Benzo am Tag und irgendwann ist man halt bei 40 Stück, 50 Stück angekommen. Also ich kenne Leute, die nehmen wirklich 50 bis 60 Benzos am Tag, nur um halt dicht zu sein quasi. Wahnsinn. Also normaler Mensch würde das wahrscheinlich das Leben kosten. Ist halt wie mit Heroin, wo halt auch eine ständige Dosissteigerung ist. Heute ist Christian clean. Er hat einen Entzug sowohl von Heroin als auch von den Benzo-Schlaftabletten hinter sich. Meine persönliche Meinung ist, dass der Benzo-Entzug noch stärker ist als vom Heroin alleine. Also es ist halt so, dass der Benzo-Entzug um die 2 Wochen dauert. Und es ist halt ja, schon Delirium, auch das so, wo man halt dann so regelrechte Wachträume hat, also Träume hat, die ihm so real vorkommen, was aber meistens auch Albträume sind. Ja.
Also ich finde den schon schlimmer. Bei Beruhigungsmitteln, Schlafmitteln, die im Wesentlichen Benzodiazepine sind, kann es Halbwertszeiten bis zu über 100 Stunden geben. Das heißt, es braucht bis zu über 100 Stunden, bis sich die Menge der Substanz im Körper des Patienten um die Hälfte verringert hat. Wenn wir dieses Spielchen dann weiter fortrechnen, dann können also je nach Menge einer Substanz, die sich in einem Körper zu Spitzenkonsumzeiten befunden hat, noch nach Wochen Reste befinden. Dann haben Benzodiazepine auch die Eigenschaft, im Körper Depots zu bilden. Stille Depots. Das heißt, sie lagern sich im Fettgewebe eines Menschen ein und lösen sich dann irgendwann durch stoffwechselbedingte Auslöser auf. Und es kann dann auch bei Medikamenten noch einmal das geben, was man so bei Drogenabhängigen Flashbacks nennt. Ne? Heißt, kurzfristiges unter Medikamenteneinfluss stehen, ohne dass es einen aktuellen Konsum gegeben hat. Ratiopharm hat nicht nur Valium kopiert, sondern auch Rohypnol, das es unter dem Handelsnamen Flunitrazepam verkauft. Die Junkies nennen die Tabletten einfach Flunis. Früher hatten sie es einfacher, als die Ersatzdroge noch als Flüssigkeit in Ampullen verkauft wurde. Doch die sind heute verboten, auch weil sie immer wieder als K.O.-Tropfen von Dieben missbraucht wurden. In den USA wurde Flunitrazepam deshalb gleich ganz verboten, während in Europa noch Tabletten davon verkauft werden. Der Missbrauch mit Tabletten ist deutlich erschwert, weil diese Darreichungsform eben nicht in irgendwelche Mixgetränke oder alkoholischen Getränke eingebracht werden kann. Hierzu müsste die Tablette zuerst vorab zerrieben werden, was diese Kreise aber dann in der Regel nicht machen. Das heißt, durch diese Maßnahme, Wegnahme flunitrazepamhaltiger Ampullen vom Markt und Ausbietung nur noch als Tablette, war ein Beitrag, den Abusus wenigstens zu minimieren. Ausschließen können wir auch heute diesen natürlich nicht. Und so werden K.O.-Tropfen aus Schlafmitteln auch heute noch verwendet, so wie jüngst erst in einer Freiburger Diskothek. Vor 3 Monaten war ich auf einer Tanzveranstaltung. Ich war mit Freunden dort. Ich habe da ein Getränk dabei gehabt. Ja, und dann habe ich mich mal umgeschaut und habe gesehen, ach, da ist ja ein Tisch. Stell's mal dahin. Dann habe ich weiter getanzt, so eine halbe Stunde vielleicht. Dann bin ich zu dem Tisch zurück, habe mein Glas genommen und habe was getrunken. Ja, und dann weiß ich gar nichts mehr. Dann ist da wieder diese Lücke da. Das Nächste, an was ich mich wissentlich erinnern kann, ist, dass ich auf diesem Platz da stand und ich an mir heruntergeschaut habe. Ich hatte blutverschmierte Kleider an. Und ich gemeint habe, ich bin vergewaltigt worden. Sie war in dem Moment absolut willenlos und trotzdem hat sie die Vergewaltigung natürlich erlebt, auch wenn sie sich jetzt nicht daran erinnern kann. Was aber auf eine Art sogar noch belastender sein kann, weil sie zwar eine Ahnung hat und ihr Körper spürt ja, irgendwas war, aber es fehlen die konkreten Bilder dazu. Es bleibt immer eine Unsicherheit, was ist denn jetzt tatsächlich passiert? Wer war es? Das, denke ich, ist vor allem auch so mit das Quälende. Sabine wurde Opfer einer heimtückischen Substanz namens GHB, auch Liquid Ecstasy genannt, ursprünglich einmal als Schlafmittel entwickelt. Heute ist das GHB verboten. Oft können die Straftäter nicht verurteilt werden, denn die Vergewaltigungsdroge kann nur schwer nachgewiesen werden. Das Trinkglas wird ja nicht beobachtet in der Regel in der Diskothek. Da kann im Prinzip jeder was reinmischen oder reinkippen aus einer kleinen Flasche oder aus einem kleinen Behältnis. Und da braucht es ja nicht viel, da reichen ja 2-3 Milliliter schon aus. 24 Stunden nach Aufnahme des Liquid Ecstasy ist dieses nicht mehr in Urinproben nachweisbar. Das bedeutet im Prinzip, die Polizei müsste sehr bald eine Anzeige vorliegen haben, um überhaupt Proben gewinnen zu können. Aber gerade nach einem Vergewaltigungsdelikt bestehen eben bei den Opfern natürlicherweise Hemmungen, dass sie eben erst vielleicht einen Tag später überhaupt mal zu einer Anzeige gelangen, diese Vergewaltigung. Und dann ist es eigentlich für die Probenentnahme schon zu spät.
In Deutschland gäbe es derzeit außerhalb von Freiburg keine Fälle, so die Polizei. Aber das liegt wahrscheinlich nur an den unzureichenden Analysemöglichkeiten. Neue Labormethoden wurden jetzt in Paris entwickelt. Sie erlauben es auch noch nach Tagen oder Wochen, die K.O.-Tropfen nachzuweisen. Und so gelang es der Pariser Polizei, in 3 Jahren über 150 Fälle aufzudecken. Fast die Hälfte davon Vergewaltigungen nach heimlicher Verabreichung von GHB oder Schlaftabletten. Sophie ist die Erste, die als GHB-Opfer in Frankreich vor Gericht zieht. Der Vergewaltiger leugnet zwar die Tat, kann aber durch die Analyse überführt werden. Sie hatte ihn zum Essen nach Hause eingeladen. Ich bin einige Stunden später wach geworden und war nur noch halb angezogen. In meinem Kopf hat sich alles gedreht. Ich hatte starke Unterleibsschmerzen. Ich war sicher, dass etwas passiert ist, aber ich hatte keinerlei Erinnerung mehr. Es ist schwierig, vor Gericht zu gehen, weil man sich nicht erinnert, was wirklich passiert ist. Ich hatte ja noch Glück, weil man das GHB in meinem Haar und in den Gläsern gefunden hat. Aber man erinnert sich eben nicht an die Tat selber. Es bleiben nur Bruchstücke zurück. In den Pariser Diskotheken wird inzwischen deutlich vor GHB gewarnt. Nimm kein Getränk von Fremden, heißt es auf der Infotafel. Und die Getränke werden mit Deckeln serviert. Die Vergewaltigungsopfer haben ein großes Problem, wenn sie in den Zeugenstand treten, weil sie sich schuldig fühlen. Und auch, weil sie mehr leiden als andere Opfer. Weil es einen Moment in ihrem Leben gibt, zwischen 2 und 5 Stunden, wo sie nicht wissen, was genau passiert ist. Sie werden vielleicht einige Flashbacks haben, Erinnerungsfetzen von dem, was passiert ist. Es werden einige sehr bestimmte Szenen wieder ins Gedächtnis kommen, in denen sie den Vergewaltiger in Aktion sehen oder in denen sie sich irgendwo nackt wiederfinden, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Außerdem wird man chemische Analysen ihrer Haare machen und entdecken, dass sie Drogen genommen hatten. Entweder GHB oder Benzodiazepine, das sind Moleküle, die man in den Schlaf- und Beruhigungsmitteln findet. Das sind also Medikamente, die jedermann in seiner Hausapotheke hat. Und das ist das Gefährliche, weil praktisch jedermann diese Schlaftabletten kriminell missbrauchen kann. Donc ce sont des médicaments que tout le monde possède dans sa pharmacie et c'est ça qui est très dangereux puisque n'importe qui peut se servir de ces médicaments pour les détourner de leur fonction. In den letzten Jahren wurden die K.O.-Tropfen auch von anderen kriminellen Szenen entdeckt. On sait que les pédophiles. Man weiß, dass die Pädophilen ihren Opfern häufig das GHB oder Schlaftabletten geben. Das Problem ist, dass sich die Kinder dann an nichts mehr erinnern. Sie werden 6 Monate später sagen, ich bin eingeschlafen in dem Haus von dem Onkel. Dann werden bei den kleinen Jungen die Haare längst geschnitten sein. Man wird also bei einer Analyse die Substanz nicht mehr finden können. Das GHB wurde 1961 in Frankreich erfunden. Ursprünglich als Beruhigungs- und Schlafmittel, später nur noch zur Betäubung bei Operationen verwendet. Die Geschichte der Schlafmittel geht aber noch viel weiter zurück. Sie begann 1888 in den Labors der Bayer Farbenfabriken, damals noch in Wuppertal-Elberfeld. Das erste industriell hergestellte Schlafmittel war Sulfonal. Es brachte wegen des großen Gestanks bei der Herstellung Bayer mehrfach in Misskredit bei den Nachbarn. Doch bei der Kundschaft war Sulfonal überaus beliebt. Im industriellen Zeitalter, das durch die Erfindung der Glühbirne die Nacht zum Tage machte, wollten viele Menschen den immer größeren Stress durch ein chemisches Mittel betäuben. Wer Schlafmittel nahm, glaubte trotz angespannter Nerven tief zu schlafen. 1902 brachte Bayer ein neues Schlafmittel auf den Markt, Veronal. Es wurde zum Bestseller, bald in alle Welt exportiert. Laut Bayer war Veronal frei von Nebenwirkungen. Doch schon bald nannten es die Zeitungen das Gift der Schlaflosen. Jahrzehntelang war Veronal das bevorzugte Mittel für Selbstmörder. Darunter viele Berühmtheiten, zum Beispiel Max Linder, einer der ersten Stars des Stummfilms und großes Vorbild von Charlie Chaplin. Weil sie beim ersten Mal nicht genügend Tabletten genommen hatten, unternahmen Max Linder und seine Frau einen zweiten Suizidversuch, bei dem beide starben. Das war 1925. Seitdem waren Schlafmittel der Tod der Wahl für viele Hollywood-Stars, bis hin zu Marilyn Monroe. Es war ein leichtes, sich mit den damals gebräuchlichen Barbituraten umzubringen. Es genügte ein Röhrchen von 10 oder 20 Tabletten. Heute sind Barbiturate deshalb verboten. Die Fachwelt war begeistert, als 1957 eine neue Schlaftablette erfunden wurde, die völlig ungiftig sein sollte. Der Name des neuen Wundermittels: Contergan.
Auch die Mutter von Margit Hudelmeier hatte während der Schwangerschaft Contergan eingenommen. Als 9 Monate später ihre Tochter mit Stummelarmen zur Welt kam, wusste sie nicht, dass das Schlafmittel die Ursache war. Margit Hudelmeier war vergleichsweise wenig behindert. Sie konnte sogar schwimmen lernen. Gemeinsam mit einer Gruppe anderer Contergan-Kinder im Sportinstitut der Universität Tübingen, das den Schwimmkurs damals auf einem Super-8-Film festhielt. Glücklicherweise sind die Contergan-Missbildungen nicht erblich. Wenn sie ihren Sohn aus dem Schwimmbad holt, hat es Margit Hudelmeier nicht weit. Sie wohnt direkt gegenüber, am Ortsrand von Almendingen bei Ulm. Meine Mutter erzählt mir, sie konnte nicht schlafen, hätte keine Ruhe gefunden und ging dann zum Arzt und hat dann Contergan verordnet bekommen. Ich habe hier noch das Originalrezept. Meine Mutter hat es am 16.02.1960 verordnet bekommen und ich bin im Oktober geboren, also ganz zu Beginn der Schwangerschaft. Sie wusste schon, dass sie schwanger ist? Ja, das wusste sie. Und das hat sie auch mit dem Arzt besprochen. Und der fand damals kein Problem? Contergan wurde ja als völlig harmlos beworben. Auch im Beipackzettel, den wir ja auch noch im Original haben, steht ja auch nichts drin, dass vor der Einnahme während der Schwangerschaft gewarnt wird. Dreh mal bitte um. Sicher wirksames, geschmacksfreies und ungiftiges Beruhigungs- und Schlafmittel. Und das ist natürlich, sind die Originaltabletten, der Rest der Tabletten, die eben meine Mutter damals verordnet bekommen hat und dann auch eingenommen hat. Das ist schon ein Thema, über das meine Mutter sehr oft mit mir spricht, dass sie darüber sehr froh ist und auch war, dass es kein Ultraschall gab, weil dann wäre sie ja vor die Alternative gestellt worden, ihr Kind hat keine Arme. Damals 1960, Bundesrepublik befand sich im Aufbau, da konnte man sicher noch weniger Menschen ohne Arme gebrauchen wie heute, ja, was heute ja auch eher wirtschaftliches Problem ist, wie teuer diese Behinderten sind. Und sie sagt, also sie ist heilfroh, dass sie niemals in ihrem Leben vor dieser Entscheidung stand, abtreiben, ja, nein. Bei den Müttern ist halt nach wie vor die Schuld ein ganz, ganz großes Problem. Sie sehen sich als Handlanger dieses Medikamentes. Also sie sind schuld, weil hätten sie diese schlaflose, diese harmlose Nacht überstanden oder diese paar Wochen Schlaflosigkeit, dann hätten sie halt kein behindertes Kind. Ihre Mutter will nicht vor die Kamera, aber eine andere Contergan-Mutter. Barbara Kreuzinger und ihr Mann Hans erzählen uns, wie es war. Dann bin ich zum Arzt, weil der... Ich habe nicht geschlafen, der Bub hat nicht geschlafen. Ja, und dann bekam unser Bernd Tropfen. Nicht? Und das war das Contergan. Und dann... Das Baby zunächst einmal. Erst einmal das Baby, ja. Und dann habe ich gedacht, ja, dann nehme ich auch, wenn so ein Baby das bekommen kann, dann nehme ich auch. Und dann schlafen wir ruhiger, ne? Ich habe es auch wenig genommen, sonst wäre das Kind vielleicht noch schwerer behindert gewesen. Ne? Die meisten haben ja noch im Gesicht die Probleme, diese Sattelnase, dann die Ohren fehlen, nicht? Und die Beine vor allem. Und dann, wo sie das Kind mir brachten, erst, die haben sich auch irgendwie, war das für die ja auch Neuland, für die Schwestern und Ärzte. Und dann haben sie das gebracht. Es war grausig. Grausig. Und dann alleine das Kind. Was wird aus dir? Und dann hat es angerufen. Also, unser Kind wäre halt nicht so etwas fehlen. So, nicht? Und dann bin ich ja hochgegangen. Nicht? Aber, das ist sowas, das kann man gar nicht vermitteln, was da mit einem vorgeht. Sie fallen in ein Loch, wie Telepathie laufen sie da noch rum. Das ist gar kein anderer Gedanke mehr fassen und alles verdrängen müssen dann nachher, nicht? Wie geht es weiter und was wird aus ihm?
Da sind sie wie nicht draus. Wie nicht draus sind sie gelaufen. Dann haben wir gesagt, sie kann ja nichts. Und wir sind auch nicht mehr nur mit dem Kind raus, aber keine Festlichkeit. Für uns war das Leben vorbei. Zum Glück stellte sich das später als ein Irrtum heraus. Für Jörg Kreuzinger begann das Leben erst. Heute ist er verheiratet und hat selbst ein Kind. Er hat ja ein wunderbares Gesicht. Schon von kleiner Knicht entstellt. Die Ärmel, drei Finger. Tja, ich bin froh, dass ich ein starker Mensch bin. Ich habe gesagt, es muss weiter. Auch in der Familie haben sie gesagt, oh, das können wir nicht. Gerade im Ort, nicht? Weingarten war ja nur noch kleiner. Ach, das kommt in ein Heim. Von vornherein haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Die Eltern konnten es nicht wissen, denn auch hier hielt die Pharmaindustrie wichtige Informationen zurück. Obwohl die ersten Hinweise auf Missbildungen schon 1959 aufkamen, ließ der Hersteller Grünenthal keine Zweifel gelten und produzierte das Schlafmittel noch fast 3 Jahre weiter. Also für mich überhaupt kein Grund vorhanden, das in Frage zu stellen, weil das Mittel war nachher noch von Ärzten, auch von anderen Ärzten gehört, das ist nicht, das Kondagan. Das ist ein gutes Schlafmittel, das war hundertprozentig. 1962 wurde Kondagan endlich aus dem Verkehr gezogen, nachdem bereits 12.000 Babys geschädigt worden waren. Dann kamen die Benzodiazepine. Eine neue Generation von Schlafmitteln, priesen die Hersteller. Anders als die Vorläufer, garantiert ungiftig und nicht zum Selbstmord geeignet. Doch bald zeigte sich, dass auch sie gefährlich sind, wenn man sie mit anderen Drogen kombiniert. Rainer Werner Fassbinder etwa starb durch einen Cocktail aus Benzo-Schlafmitteln und Kokain. Ob der Suizid gewollt war, ist unklar. Es gibt bei hochgestellten Persönlichkeiten oftmals eine Medikamentenabhängigkeit oder einen Medikamentengebrauch, der tatsächlich in die Gewöhnung hineinragen kann und der auch Schlafmittel betrifft. Ich glaube, dass dies häufig Personen sind, die schlecht abschalten können. Normalerweise würde man sagen, Männer tun das mit Alkohol. Das sind aber dann Männer, die sich dies nicht leisten können, Alkohol zu trinken, nach Alkohol zu riechen, durch Alkohol beeinflusst zu sein und wo dann die Arzneimittel die unauffälligere Variante einer Selbstbeeinflussung ist. Arzneimittel riechen nicht. Das heißt, man hat hier eine Möglichkeit, vom Stress abzuschalten und dann tatsächlich in den Schlaf zu kommen. Insofern ist dies eine ganz typische Reaktion von Menschen, die immer unter Strom stehen. Manager, Journalisten, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Ministerpräsident Uwe Barschel war tablettensüchtig, und zwar von dem Schlafmittel Tavor. Ob er sich damit auch umgebracht hat in der Badewanne des Genfer Hotels, ist bis heute ungeklärt, gilt aber als wahrscheinlich. Auch Kurt Cobain, Sänger der Band Nirvana, war tablettensüchtig. Der erste Selbstmordversuch mit Rohypnol-Tabletten schlug fehl. Deshalb nahm er beim zweiten Mal zur Sicherheit die Knarre. Das lebensmüde Idol einer Generation starb im Alter von 27 Jahren, zugenebelt von Drogen und Schlaftabletten. In den Krankenhäusern werden immer mehr Suizidkandidaten eingeliefert. Die Giftinformationszentrale in Bonn meldet einen alarmierenden Anstieg von Schlafmittelvergiftungen. Fast 1.500 schwere Fälle pro Jahr allein in Nordrhein-Westfalen, denen im Krankenhaus oft der Magen ausgepumpt werden muss. Ein Anstieg um über die Hälfte in den letzten 8 Jahren. Allerdings enden reine Schlafmittelvergiftungen heute nur selten tödlich. Selbst hohe Dosen führen nur zu einer verlängerten Schlafperiode, die aber eben nicht lebensbedrohlich ist. Und in diesem gesamten Spektrum muss man sagen, dass die Schlafmittel alleine häufig nicht das Problem sind, sondern wenn es dann zu den sogenannten Mischintoxikationen kommt, das heißt, wenn andere Medikamente aus der Hausapotheke mit dabei sind, wenn zum Beispiel Alkohol noch dazu konsumiert wird, dann werden auch diese Intoxikationen mit den moderneren Schlafmitteln eigentlich auch häufig lebensbedrohlich. Am gefährlichsten ist eigentlich durch die sedierende Wirkung der Atemstillstand. Dadurch kommt es zu einer Sauerstoffminderversorgung, während der Körper selbst eigentlich relativ unbehelligt aus dieser ganzen Geschichte herauskommt, erholt sich dann das Gehirn nicht mehr und es bleiben mehr oder weniger hirntote Patienten, apathische Patienten zurück. Und das ist natürlich besonders dramatisch.
Hier in Zürich gibt es den Tod auf Bestellung. Selbstmorde werden hier gründlich vorbereitet. Die Sterbehilfe, die in der Schweiz erlaubt ist, geschieht auch mit einem Schlafmittel, aber mit einem der alten Bauart, einem Barbiturat, das eigentlich als Medikament längst nicht mehr zugelassen ist. Pentobarbital wird heute eigentlich nur noch zum Einschläfern von Tieren verwendet. Man bekommt es deshalb in der Schweiz nur noch bei wenigen Apothekern. Hier bekommt das Wort vom Tod als Schlafesbruder einen ganz neuen Sinn. Es braucht eine gewisse Einstellung, ob man die Sterbehilfe unterstützen will oder nicht. Und wer eigentlich das macht, der kann das. Also im Prinzip ist es eigentlich frei erhältlich über den Chemikalienhandel, die Substanz, muss es dann einfach noch etwas umfüllen. Wenn ich jetzt so krank wäre und Schmerzen hätte, dann würde ich es wahrscheinlich auch machen auf diese Weise. Ich finde, es ist ein Weg, aus der Welt zu gehen, der eigentlich schön ist für den Patienten, schön ist auch für die Umgebung, wenn es richtig gemacht wird. In der Medizin hilft man jedem, auf die Welt zu kommen. Man hat alle Möglichkeiten. Aber ich bin der Überzeugung, heutzutage ist es so, dass man eigentlich eher der aus der Welt gehen will, eigentlich dem nicht hilft. Und das ist ein Weg zum Helfen, um den Abschied leichter zu gestalten. In der Schweiz ist die Sterbehilfe zwar erlaubt, aber den Zürichern wurde es unheimlich, dass so viele Sterbetouristen aus dem Ausland kamen, darunter Hunderte von Deutschen. Deshalb gibt es jetzt ein neues Sterbehaus im benachbarten Kanton Aargau, geführt von der Sterbehilfeorganisation Dignitas. Mit ihrer Hilfe können alle Menschen, die es wollen, ihrem Leben ein Ende bereiten. Mit einem Schlafmittel. Normalerweise wird das einfach in normales Leitungswasser aufgelöst und dann getrunken. Und wenn er diese Dosis trinkt, dann stirbt er also in einer gewissen Zeit. Also das Einschlafen geht sehr, sehr rasch. Also das ist innerhalb von einer Minute, dann schläft der Patient. Und fällt dann vielleicht nach 10 Minuten in ein Koma. Und wir geben ja heute so hohe Dosen, dass es bei allen die Atemtätigkeit abstellt nach einer gewissen Zeit. Das kann nach ein paar Minuten sein oder kann auch nach einer Stunde oder 2 Stunden sein. Aber ich kenne keinen einzigen Fall, einen Patienten, der die Dosis bekommen hat, der überlebt hat.